geht jetzt heute darum, das Eduroam zu installieren. Dafür habe ich mich schon eingeloggt auf Ilias. Das sollte ja allen eigentlich bekannt sein. Hier kann man dann auf die Vorlesung Medienbildung 1, wo man findet nachher auch noch gerade Materialien Vorlesung und da Vorlesung 1, IT-Infrastruktur und Tools, hier draufklicken. Da hier findet man dann die Anleitung für das Eduroam. Was ich finde, ist das gäbigste. Hat man auch noch für Android-Handys, für die iPhones, für einen PC, Windows 7 und für das OS X die Installationstools. Ich habe auch noch eine Kurzanleitung, die wir jetzt aber nicht brauchen, durchzulesen. Für das OS X muss man dann hier draufklicken, wenn man Mac hat. Und es dann automatisch abladen und gerade auf. Ich kann mal fortfahren und dann gerade wieder auf fortfahren klicken. Nachher kann man hier den Benutzernamen eingeben, was jetzt in meinem Fall der hier ist. Und nachher das Passwort hier. Ich drücke jetzt hier nicht auf installieren, weil ich es schon installiert habe. Das kann man machen und dann sieht es dann gerade so aus. Dann wird es installiert hier. Das kann man jederzeit auch wieder anschauen, indem man hier auf Systemeinstellungen geht und hier über Profil kann zugreifen. Das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Viel Spaß beim Installieren.